Ich habe die Metzgerlehre gemacht in der Migros. Bin nachher dann noch Front führen, habe dort den Verkauf noch hergehängt. Nachher dann bin ich kurz weg von der Migros, bin zurückgekommen und habe dann nebst dem Kolonialfachleiter noch die Molke gehabt, als frische Bereich, um das zu lernen. Dann in einer Kleinfiliale den Stellvertreter und jetzt hier im 3M Migros Regensdorf den Geschäftsführer Stefan. Es ist die Zusammenarbeit mit den Menschen, die ganz klar im Vordergrund steht. Und wenn man mit denen alle zusammen einen Kuchen machen kann und gemeinsam als Team kann erfolgreich sein, das ist, glaube ich, das Schönste für jeden, der nur ein bisschen Verantwortung hat und führen kann. Morgen miteinander, auch von mir. Ich schaue nur schon die Aktionen an. Dass die Leistung geschätzt wird, merke ich an dem, wie viel Verantwortung das darf übernehmen oder dass mir auferlegt wird. Das Vertrauen, das ich geniesse von der Migros. Die andere Challenge ist natürlich eben, was macht die Konkurrenz, was sind die neuesten Hits, weil der Detailhandel ist eigentlich schnell lebendigste Branche, die ich jetzt momentan kenne. Salute. Wenn du den ganzen Tag im Laden rein stehst und links und rechts Leute hupen, macht und tut, dann bist du einfach froh, wenn du kannst irgendwo hergehen, eben Sport machen und einfach du bist. Du, dein Körper und dein Geist, und einfach wieder kannst du reinbringen und kannst wieder sagen, so kann ich für mich garantieren, dass ich morgen wieder sauber starte. Das macht mich auch stolz darum, dass wir fast jeden Tag positiv irgendwo in einer Pressemeldung erscheinen. Oder wenn man mal das Logo sieht, dass man weiss, hey, wir sind ein kleiner, wenn auch ganz ein kleiner Teil davon.